33 nationale und 43 internationale Auszeichnungen hat dieser Chor. Allein 5-mal Gold, zuletzt 2015 in San Francisco. Und dort in San Francisco haben auch Gold und einen Sonderpreis abgeräumt, die Green Guys. Die Green Guys sind ein Jungmännerensemble des Hip-Hardcores. Die stehen da versteckt zwischendrin. Man kennt sie schon ein bisschen grünlich, leuchten sie schon aus, wie man grün sind sie alle. Aber die Green Guys sind schon zu erkennen. Die bestehen aus folgenden grünen Buben. Aus dem Adrian Ruckhofer, aus dem Alexander Wieland, aus dem Christian Herzl, dem Benjamin Wunderling, dem Jakob Kern, dem Johannes Bartl, dem Paul Rapp, dem Paul Sinabel, dem Raphael Kollecker, dem Roman Ruckhofer, dem Stefan Vogtberg und dem Thomas Bernhardt. Aber das ist nicht der Schriftsteller. Ja, ich erzähle und erwähne die Namen deshalb, weil wir sie jetzt in zwei der nächsten Nummern sehen und hören werden. Trotz ihres international klingenden Namens sind alle Green Guys waschechte Steirer. Natürlich mit grünem Herz, manchmal noch ein wenig grün hinter den Ohrwaschen, aber auf einem guten Weg in Richtung Green Man Group. Wir hören als erstes das gesamte Chorensemble mit der sogenannten Königsballade von Heinrich dem VIII. Pastime with good company. Also frei übersetzt, Zeitvertreib in guter Gesellschaft. Wie passend für heute. Und dann rufen die Green Guys, also die grünen Burma, rufen auf, Burma geht's tanzen! Und nach dem kulinarisch-musikalischen Re-Ragout einer steirischen Volksweis wie auch Speis bin ich dann wirklich neugierig, was dann wieder die Green Guys mit den 66 Jahren von Udo Jürgens anfangen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls dazu choralisch wie auch bübisch grünes Chorvergnügen. Bitte!